blöd, ich kann es selbst fast nicht glauben. Aber wir haben es geschafft. Den Kampf hier in der Fabrik, den Titan, haben wir besiegt. Wow. Ich habe wahrscheinlich ungefähr 5 Stunden Spielzeit aufs Screen nochmal hineingesteckt. Um da irgendwie um das zu schaffen. Ich habe 100 verschiedene Taktiken ausprobiert. Die da hinten in einen kleinen Durchgangsraum reinzulocken. In der Mitte mit Sprengstofffässern zu kämpfen. Hier mit ein Sprengstofffass haben wir hier zerbombt. Es ist wow. Und wir haben eine neue Waffe hier. Der Contrarmeer. Kann mein Charakter den tragen? Umgangsmittel ungeübt. Okay. Wie sieht's denn mit Rätsel aus? Ich kann den tragen. Nice. Hier mit ihrem leuchtenden Speer und mit dem leuchtenden Bogen. Sehr schön. So, das können wir nicht machen, aber ich kenne wen, der es machen kann. Die eine Figur, die wir hier mehrfach im Laufen sind. Sam, habe ich euch schon gezeigt, dass wir das nicht können. Dass wir das nicht schaffen, sie ist nur einen guten Intelligenzwurf. Oh, hier übrigens die Hörner, die werden ausgeschaltet, die stören Stahlwachen, die in der Stadt verteilt herlaufen. Also ich hoffe, da taucht jetzt nicht nur eine neue Stahlwache auf. Das bleibt jetzt so. Aber jetzt hole ich mir erstmal Verstärkung. Damit ich dir das Bedienfeld bedienen kann. Erstmal eine kurze Rast. Falls wir wieder kämpfen müssen, zumindest teilweise aufgeladen sind. So, die Stahlwaffenfabrik müsste eigentlich leer sein. Könnten wir jetzt unser Zuhause, unsere Basis einrichten. Diese Kämpfe hier, ihr seht die Spuren hier, das Blut, die Stahlwaffentrümmer. Das waren lange Kämpfe. Ich habe sie alle miterlebt. Selbst den Kampf hier, den habe ich jetzt nicht aufgezeichnet. Den letzten Versuch. Hatte ich keine Hoffnung mehr, dass das klappt. Aber ihr habt ja auch 2, 3 Versuche darum gesehen. Ja, der Gute hier. Wir haben schon mit ihm geredet, also ein paar Dialogoptionen werden wir nicht mehr zu sehen bekommen, aber. I warned you of the consequences, yet you had to interfere. My daughter is dead. They're all dead because of you. Okay, wir können die Stahlwaffenfabrik nicht ausschalten. Er war unsere Hoffnung, dass das klappt. Seine Tochter. Er hat was von seiner Tochter geredet, aber. Hä? Wir hatten den schon mit dem Team. Wir haben ihn eigentlich überzeugt, dass der sich für seine Tochter rächt und da hier die. Okay. Ist jetzt weniger gut. Hat eigentlich gerechnet, dass der die Maschinerie ausstellen kann. Jetzt haben wir die Scheiße besiegt und. Das hilft uns nicht.
What? Ich will die nicht angreifen. Der muss uns helfen. What? Okay, dann wird der Kampf. Das ist der nächste ausweglose Kampf. Kämpft gegen Gotha, stoßt in der in seinen Hallen. So wird ausgewechselt, wo die Fabrik noch nicht ausgeschaltet ist. Geil, jetzt ist er tot. Tötungsheißband. Stachelhandschuhe. Eigentum von Sanatobin. Geil, und wie sollen wir das jetzt schaffen? Die Fabrik auszuschalten. Dieses Buch enthält eine schwindelerregende Vielfalt an mathematischen Gleichungen und Formeln, und den Antwortsatz gekritzelt, nur ganz wahrer Name kann Neuronator zerstören. Ja. Wir versuchen es trotzdem. Ich habe offscreen den schon dazu überredet mitzukommen, aber sobald wir dann in diesen Raum mit der Stahlwache gekommen sind, hat er gesagt, ach du Scheiße, da kommt ein großer Titan, ich will nicht, und ist abgehauen. Also, also selbst wenn man den irgendwie, sieht nicht so aus, als hätte wer da mitgekommen. Kopfloser Leichnam. A cadaver with the brain removed. Is this how they puppet the steel watch? The inscription reads, fresh supplies for the steel watch, courtesy of Necromancer Balthazar. Und hier ist noch ein Hirnglas. Damit haben wir jetzt vielleicht eine Steinwache aus dem Gefecht gesetzt. Mal schauen, ob wir noch alle Stahlwächter und Wächter aus dem Gefecht gesetzt kriegen. Können wir mit dem Buch vielleicht irgendwas machen? Vielleicht, dass wir das Buch jetzt haben, irgendwie ein bisschen haben. Ansonsten, uff. Ich habe das, ich glaube, im letzten Part war das. Ich habe das kurz gesehen, wie wir uns da wieder reingestürmt sind. Da stehen 50 Stahlwachen irgendwie bei dem Motorstrom. So schaffen wir das auf keinen Fall. Ich werde nochmal speichern. Ja,
Rossiter awaits your input. Das können wir schaffen, aber... Oder auch nicht. You cannot make sense of this complex machine. Das ist was schaffen stand da, glaube ich. Kein Plan. Da brauchen wir jemanden. Da steht der Typ sowieso. Und da drüben, der kann das bedienen. Ich versuch's nochmal. Zumindest eine kleine Hoffnung. Es wäre das ziemlich frustrierend jetzt nach dem Kampf, nachdem wir den Titan ausgeschaltet haben. Hier nicht die Fabrik auch das Ziel zu erreichen, wofür wir hier waren. Das ist alles umsonst, dass wir ein bisschen. Die Stahlwachen dort in der Würmfestung. Die schalten uns aus an. In no time. Rossiter awaits your input. Ja, ist ob. Das Spiel will es nicht. So kann man auch einen Part verbringen. Ist jetzt natürlich ein bisschen Safe Game Cheating. Wer wird es mir übernehmen? Rossiter awaits your input. The new Rossiter is the epicenter of the Steel Watch, controlling and connecting every single watcher in the city.
This technology is far beyond anything you have ever seen. Genau das meinte ich. You'll need more than magic or steel to destroy it. The machine doesn't respond. Ach, Schlochspiel. Das heißt, wir brauchen den kleinen Fratz, um das hier zu schaffen. Und der reagiert, nachdem wir die Stahlwache ausgeschaltet haben, feindlich auf uns. Wir wollen vorher mitnehmen. Sagt, ich habe Angst, ich komme ab. Also wir müssten erst die Stahlwache mit Vergissus und ihn dann holen. Das ist aber so, das ist so mein. Ich mache den Kampf nicht nochmal. Das schaffe ich nicht nochmal. Rossiter awaits your input. The machine doesn't respond. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie ein magisches Artefakt einsetzen oder so. Ja. Irgendwas machen. Wahrscheinlich. Das funktioniert jetzt eher nicht so gut. Schön, dass die so zerschellen. Dann können die nichts bringen. Erst nach raus hier. Das Ganze ist ausweglos, wenn wir irgendwie. Und wenn wir jetzt gegen Gotha kämpfen wollen. Noch viel zu viele Stahlwachen bei sich. Ein bisschen Heilung. Nicht schlecht. Auch nicht schlecht, nehme ich mit. Unten sind vielleicht noch sogar noch Gegner. Ich
Ja, ich weiß es nicht, was wir hier noch machen können. Kann jemand den Hebel betätigen? Let's get going. Genau diesen hier. Oh, der geht nach oben. Ich hätte erwartet, dass der nach oben geht. Ach, das ist dieser. Da ist nichts mehr drin. Carla hat übrigens einen Helm der Stallwache auf. Finde ich nicht schlecht. Also, als Stallwache. Als Stallwache einen schlechteren. Die haben jetzt eigentlich die Wahl zwischen dem einen ausweglosen Kampf oder dem anderen. Entweder wir gehen jetzt zum Würmdings. Ach ja, und noch einen dritten auszugslosen Kampf können wir machen. Wir können jetzt hier die Gortasch kämpfen. Und da der Palast irgendwie versuchen, was zu schaffen. Wir können hier dem Wetter folgen, wir können in der Taverne 11 Gesang. Können wir unten. Und zu den Gefährten gehen und die besiegen, was auch auswegslos war. Dann können wir die Vampire, die können wir noch bekämpfen. Das ist auch. Vampirfestung, das war auch absolut. Da waren auch viel zu scheiße für. Das wäre wahrscheinlich das am machbarsten. Können wir gegen Magier von Tiefwasser kämpfen. Da haben wir auch gesehen, dass wir absolut scheiße sind dagegen. Tja. Sieht ein bisschen scheiße aus gerade. Storytechnisch würde ich sagen, wäre es am besten, wenn wir jetzt irgendwie Gotha-Shows schalten. Und wo ist Volo hin? Und jetzt sein Leiche mitgenommen. Zu spät geladen, dann. Zum Kader müssen wir mal reden.
soldier. No hope is gone. Was haltet ihr vom Haus eurer Heldin der Hira? Der Prater hat uns eine besondere Larve verschafft. Wir werden teilweise zu Gedanken schinden, und dafür aber große Kräfte müssen im Lager bleiben. I don't know what I was expecting. Something beyond real. My life would have been so different if I ended up working for her instead of Gortash. Looking after these kids. Making a difference. Maybe in the next life. Special, Tadpole? Bit of a contradiction in terms, don't you think? I don't even want a regular one. You're talking about turning into what? A half squid? Not surprised you haven't tried it yourself yet. Überzeugen, ich glaube wirklich, dass wir es tun sollten, Karlach. Oder ich verstehe, wenn ihr keinen Gebrauch davon machen wollt, dann werden wir nochmal darüber nachdenken. Das Ding ist. Früher, später. Werden wir wahrscheinlich müssen. Ich würde noch mal einen Versuch starten und vielleicht können wir von hinten irgendwie durch eine Hintertür an der, ich glaube, der ist ein Thronsaal, aber wie kommt man durch eine Hintertür in den Thronsaal? Und wir sind Level 10, das heißt, unterlevelt sind wir nicht, aber der Bossfight ist halt einfach. Jetzt sollten wir auf dem Weg ein paar Stallwachen noch ausschalten. Fabrik ist nicht ausgeschaltet. Das heißt, wenn wir jetzt dahin kommen, müssten noch genauso viele Stallwachen dort sein. Die Stallwachen, die in der Fabrik stationiert worden sind, besiegt, aber es dürfte nichts an der Situation bei Gortash ändern. Ich habe keine Ahnung, wie man gegen 10 oder 20 Stallwachen kämpfen soll. Du kannst versuchen, aber das ist genauso ausweglos. Wie der Kampf, den wir gerade geführt haben, haben wir nach 5 Stunden irgendwann geschafft, aber. Uff. Ich befürchte, ich habe meine Charaktere massiv verskillt. Also ein, zwei Stallwaren sind nicht mehr das Ding, das ging nur. Das ging nur gebacken. Und eine ganze Armee von Stallwaren. Das Ding ist ganz am Anfang gestanden, dort.
standen nur zwei, drei Stahlwachen. Aber damals waren die auch schon zu viel für mich. Was ist das? Vielleicht kann man die anzünden. Wellen fesseln. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Breathe deep and move. Guck mal nach einem Weg, der von hinten kommt. Und Jens, hallo. Okay, hier kommen wir nicht lang. Was? Na, wundervoll. Sigurtas. Aha. Dort drüben ist der. Haben wir vielleicht auch eine Chance, wenn es dort lang geht. Das war mein Überraschungsangriff. Die Tür. Okay, die Tür ist ausgeschaltet. Weg mit der Stahlwache. Ich schaffe es tatsächlich dadurch. Ich habe den Thronhalle nicht gesehen. Oh je. Soll ich das gerade machen lassen? Wir kümmern uns mal um die Magierin. Das halte ich für sehr wichtig. Ihren Tod ist das Element hier weg. Na toll, ich stehe dort. Weg. Ungünstig. Und solche Kämpfe spielen wir noch hin, oder? Wo haut die denn hin ab?
Die müssen wir weichen. Um das Element hier auszuschalten. Mal gar kein Hindernis. Schluss damit. Gefesselt also. Zum Glück habe ich noch einen Bogen dabei. Und der ist jetzt Geschichte. Du bist der tolle Wachenwirt, Rotasch. Muss ich mal einen langen Rast. Damit wir aufgeladen weiterkämpfen können. Hat bisher super geklappt. Vielleicht schaffen wir es auf diese Weise, Rotschacht zu bekämpfen. Wenn wir nicht durch den ganzen Thronsaal marschieren müssen, vielleicht ist es an seinem Büro. Wir kämpfen uns darauf zu ihm hin. Und er ist im Thronsaal, dann müssen wir halt. Da können wir auch dort durch den Hintereingang rein. Und durch den Obereingang. Kriegshammer brauchen wir nicht. Stahlwachen haben wir nette Sachen mit sich. Und so nur das
Infernalische Eisenlust. Inzwischen könnte man eine ganze Karlach nachbauen. Mit dem infernalischen Eisen. So, wo lang jetzt? Ich würde mal sagen, nach oben. Glyphos Gotas besiege Gotas. Du wirst ja nicht im Kerker sein, oder? Dann halt nicht. Moving in. Tja. Und doch ein Killer. Ist leider wenig. Here goes nothing. Was sie sagte. Here goes nothing. Ich suche aber irgendeinen Weg. Vielleicht gibt es irgendeinen Weg hinein. In der Wache hier. Can't even catch my breath. Nur mit Basisangriffen ausgeschaltet. Schlüssel zum Wurmgefängnis. Nicht schlecht. Alright, what now? Can't slow down. Sind wir in dem Gefängnis wieder drin? Was das uns bringen soll? Weiß ich auch nicht. Otto Roth. For Balderan's sake, leave an old man in peace. Der will hier echt nicht raus. Die Tür steht offen, alle Wachen sind tot.
Einen Geheimgang hier noch, den wir entdecken können. Das sieht mir nach einem Geheimgang aus. Und was ist hier? Wenn ich es angreifen will, ist hier. Das ist einfach nur ein Fehler. Wahrscheinlich. Dann noch alte Items rum ist drin. Nö. Hier gibt's auch nichts. Ein bisschen nachgucken. Kann ich schaden. Ja, ich habe auch nichts. Nach dem Geheimgang sieht es hier nicht aus. Hier ist nichts. Silgotasch, ja, Selbst wenn wir uns durchschleichen können, dann durchrennen. Silgotasch. Besiegen. Wir müssen auf dem Rückweg nochmal in den Stahlwachen vorbei. Das ist halt wirklich für keine machbare Sache. Magier von Tiefwasser, der es mit seinen Elementen ist. Schaffen wir vor allem nicht ohne die und das Schatten nichts zu gefährden, weil sie es schwächer als wir gedacht haben. Die Vampir-Quests, die sinnvollste Sache, die wir jetzt noch machen könnten. Unser Stallions Aufgabe. Ja, da würde ich ohne Stallion reingehen und dann gibt es wieder bestimmte Probleme. Okay, da hoch können wir auch nicht. So kommen wir noch nach dem Weg drumherum. Und da sehe ich eigentlich keinen. Okay, was ist das und wie können wir da hinkommen? Aber ehrlich gesagt auch nicht nach geheimen Eingängen aus.
Tja, ich würde sagen, start mal einen Versuch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stahlwachen. Neun. Neun Stahlwachen. Mit halt einfacher Marsch. Und versuchen durch die Doppeltür rauszukommen. Und will Stahlwachen. Wenn wir die Fabrik ausgeschaltet hätten, wäre das hier schon. Hätte man nur 1 zu 3, 4, 5, 6, 7 Gegner hier im Raum. Vielleicht noch die hier. Dann ist es ja wirklich machbar. Stahlwachen zu ignorieren? Ich weiß es nicht. Schalten uns doch jetzt schon, bevor wir angreifen können, aus. So viele Stahlwachen, vergiss es. Brauchen wir gar nicht mal anfangen. Ich weiß, dass mein Team da bewegungsunfähig. Das macht das Ganze noch interessanter. Wir sind jetzt schon voll am Arsch. Die anderen Stahlwachen sind einfach vor uns dran. Wir könnten bestimmt einige ausschalten. So schlimm. Stahlwachen sind jetzt auch machbar für uns, aber. Uff. Alle auf einmal. Make way. Natürlich ein Fehlschlag. Na, Fehlschlag. Okay, werden wir zurücklassen müssen. Was, wenn sich Gale geopfert? Und wie es durch die Tür schaffen, gehe. Das mag ich eigentlich nicht, aber. Wenn es ein Weg zum Ziel ist. Es bestimmt mit zwei, drei Stahlwachen aufnehmen. Mal alle auf einmal. Uff. Sind die Stahlwachen dran?
Dazu müssen wir vielleicht noch ein bisschen, vielleicht gehen wir in die Stadt. Schalten dann noch ein paar Stahlwachen aus. Um auf Level 11 oder 12 zu kommen. Vor allem wegen mehr HP. Was wollen die dann? Und ich versuche als nächstes den Vampirkampf. Da habe ich jemanden, der schon Tageslicht kann. Tageslicht könnte uns weiterhelfen für den Kampf. Es ist doch ein Witz, dass die durch die Tür kommen, haben wir auch keinen Überraschungseffekt und greifen die als erstes an. Was die Sache für uns sehr schwer macht. Aus irgendeinem Grund können Stahlwachen doppelt angreifen. Und das hat hier viel gebracht. Okay, da geht's auch noch nach draußen. Könnten wir da durch die Tür reinkommen? Ja, die ist auch innerhalb des Thronsaals. Wir müssen schon zu einer der hinteren Türen gelangen. Vermutlich dort ist der. Das ist die Tür zum Portage. Tja. Sprengstoff was? Nothing will stand in my way. These boots have seen everything. Einfach durchrennen. Das haben wir ja mit Karlach, ganz mit mir. Alleine schaffe ich selbst sogar Portage nicht. Ah, ist wahrscheinlich sowieso jetzt vorbei. Ich weiß nicht, können wir das schaffen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wir machen das nächstes Ding. Vampirschloss ohne Astarion wäre eine Idee. Und davon, dass der dann nicht sagt, oh, ich habe den Kampf ohne mich gemacht. Na komm. Das ist ja schon mal beeindruckend, dass wir den Kampf in der Stahlwarenfabrik geschafft haben. Ja. Ich
glaube, das könnten wir hinkriegen. Wir könnten es hinkriegen. Wenn wir noch ein bisschen leveln. Mit Level 12 sind wir da dabei. Also, ein, zwei Stahlwagen können wir auf jeden Fall finden. Und jetzt noch ein bisschen mehr. Wir haben gerade den Titan besiegt. Also. Hm. Jetzt der verzweifelte Angriff. Jo, ein Versuch war es wert. Machen wir erstmal den Vampirbus. Tobiakira müssten Tageslicht besitzen. Dann rüsten wir das mal aus, so wie es geht. Ja, hier war es zwar absolut nicht die, die wir brauchen für den Kampf. Aber naja. Hätten wir es damals getan, während der Gründungszeremonie, da waren wir glaube ich Level 6 oder 7. Um Gautisch anzugreifen. Dann das war eine Stahlwache noch für uns. Schwer bis nicht besiegbar. Mal schauen, was hier draus wird. Nächster Part vom Zyklus. Wir sind an dem Punkt angekommen, bei Baldur's Gate, wo schwere Kämpfe kommen. Das Finale nähert sich. Ah, wir schaffen es auch, wenn ich da 5 Stunden auf Screen spielen muss. Stück für Stück. Ich meine, der Kampf schön gelangen. Zum Glück weiß ich, wo das ist. Hier müssen wir hin. Ja, die Stahlwachenfabrik wirkt da auch auswegslos. Jetzt haben wir es doch am Ende geschafft. Wir kriegen das schon irgendwie. Oh Gott, das werden wir besiegen, wenn die Zeit gekommen ist. One day I'll catch a break. Does he say anything about the horrible present of Baldur's Gate? City of crime and chaos? No. Der war ja auf der Mauer.
Oh, wait, das war hier. Böse Vampirschloss, was einfach auf der Stadtmauer. Achso, ja, hier aber warte mal holen. Und dann brechen wir da nochmal ein. Dann muss ich Gamer verabschieden. What's on your mind? I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime, idling ja, away. Das frage ich auch. Er hat was zu sagen. Ich bin jetzt sowieso wahrscheinlich leben. Well, are we ready for the road once more? As you wish. My father gone. I can hardly believe it. I thought the Absolute would have use for him. A general, a figurehead, something. Snookish, yeah. Why infect and imprison him, only to kill him? I don't understand. Tut mir leid, das ist sicher nicht leicht. Die Toten drei kennen nur Folter und Tyrannei. Da steckt keine Logik dahinter. Es ist besser so, er wird den Namen der absoluten kein Unheil anrichten. Gut und Frieden und so weiter, bla bla. Wow. You're right. But to see my father laying there, lifeless, I will make Gortash pay. I will make Orin pay. And I will make that godforsaken Elderbrain pay. Grand Duke Alder Ravenguard will be avenged. Well, are we ready for the road once more? So, sie hatte doch. Tageslicht, das müssen wir ganz. So ganz an mir, ja, ganz nach vorne sitzen. Das brauchen wir in der Vampirhöhle. Vielleicht können wir noch ein paar Anti-Vampir-Sprüche mit dazu lernen, zum Leveln. Zaubertricks.
Heilige, göttliche Führung. Resistenz. Das könnte was werden. Okay, Zauber vorbereiten. Vollständige Genesung. Mondstrahl könnte hilfreich sein. Ein Bannzauber. Wandel eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Oh, nicht schlecht. So. Mondstrahl könnte gut sein. Da bin ich nach wie vor die Schwester in HPs. So, dann geht's nächstes Mal, wie versprochen, hier hinein. Ich hoffe, das wird uns nicht zum... Das wird uns das Talion nicht böse nehmen. Nur ohne ihn kämpfen. Er wird halt sofort gefesselt und dann ist halt ein... Ich hoffe, es geht überhaupt ohne das Talion. Ja, sehen wir es im nächsten Part. Ins Zarpalast. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.